Auch wenn Corona vorbei ist. War die lokale Fashion-Boutique bislang Corona-bedingt geschlossen, firmiert sie jetzt ganz systemrelevant als Klopapier-Superstore. Wir haben Klopapier mit Einhörnern und Regenbögen. Wir haben supersoftes, dreilagiges Klopapier. Oh Gott. Wir haben Klopapier feucht, verschiedene Sorten. Hä? Wir haben Küchenrollen passend zum Klopapier in Pink und in Schwarz. Mut zur Farbe, jetzt auch untenrum. Hä? Seit das Angebot um 5000 Papierrollen erweitert wurde und somit die Hälfte der Verkaufsfläche einnimmt, dürfen die Kunden auch wieder problemlos Damen-Oberbekleidung einkaufen. Ganz ohne Click and Meet oder Oh mein Gott! Ja, das ist Bürokratie, Chat. Click and Collect. Das ist der reale Irrsinn. In Sachsen. Ja, ich suche da eigentlich jetzt noch, der Sommer kommt ja, ne? Für meinen nächsten Urlaub. Sucht sich eigentlich noch das passende Outfit. Oh ja, das passt. Um das Geschäftsmodell nicht zu gefährden, muss 50-50 verkauft werden. Hälfte Papier, Hälfte alles andere. Aber offiziell sind Sie jetzt hier zum Klopapier kaufen. Ah, kann ich ja mitnehmen, passend zum Outfit. Die Pandemie hat nicht nur Textilindustrie, sondern auch dem Rock'n'Roll den gar ausgemacht. Das ist Klopapier-Superstore. Da. Hä? Das ist keiner, also das ist, ich meine, es ist, ja, es ist schon ziemlich funny. Man ändert das. Sänger Stumpen und seine Band Knorkator schreien sich seit fast 30 Jahren die Seele aus dem Leib. Jetzt der Stillstand. Wir haben Karten verkauft, sind alle weg. Es gibt so ein bisschen Hoffnung, dass, wenn durchgeimpft wurde, dass die stattfinden können. Aber wie gesagt, kapazitätsmäßig weiß es keiner. Beste Band, falls true. Falls das nicht stattfinden kann, habe ich neue Optionen gemacht fürs Frühjahr. Wenn das im Frühjahr 2022 nicht stattfinden kann, dann war es das. Dann muss ich die canceln. Und der Rest wird einfach in den Februar und März 2023 gelegt. 23. In zwei Jahren, genau. Gibt es überhaupt irgendeine Vision, wie man damit umgeht? Nein, es ist wirklich hoffnungslos. Also keine Idee, niemand. Also die Konzerte, die von Janette geplant sind, einschließlich Festivals, die ja auch alle weg sind oder weggefallen sind, die machen es möglich, dass wir 3 Jahre davon arbeiten und leben können. Da aber die Hälfte der Tour weggebrochen ist und auch alle Festivals weggebrochen sind, haben wir wirklich ein finanzielles Problem, das wirklich natürlich so solide zu überstehen. Und ja, deswegen müssen wir ans eine Macht ran. Dieses Jahr gab es 7.500 Euro Unterstützung vom Staat. 7.500 Euro in einem Jahr für 6 Leute. Oh, so viel. Für 6 Monate. Für 6 Monate. Steuern. Vor den Steuern? Junge, übertreib doch. Ich meine, wenn ich jetzt wüsste, es ist eben bis dann und dann. Aber dieses ständige Vertrösten, immer wieder und immer wieder und immer wieder, wird dir das selber erzählt, wenn du immer mit denselben Methoden was versuchst, was nicht funktioniert. Ja, was soll denn der Scheiß? Hier, guck mal, das ist, das ist wie bei Antonia. Das ist mit im Moment die Situation. Russland. Ich glaube ganz fest, dass wir in Russland spielen. Glaube ich auch. Das sind die einzigen beiden Termine, die wir sowieso im Herbst haben, dass wir nach St. Petersburg und Moskau fahren können. Das glaube ich sehr wohl. Geil. Erst geht's nach Eckernförde. Oh, kenne ich Eckernförde. 36, alles klar. Oh oh, oh oh, der Chip. Mikrochip installiert. Die Schlei-Region ist zum neuen Sehnsuchtsort der Deutschen geworden. Nur hier ist bereits seit Mitte April Urlaub inklusive regelmäßigen Fiebermessen gestattet. Die Auflagen sind kompliziert. Essen holen ja. Essen, aber nur im Zimmer oder auf der Terrasse. Im Restaurant darf man mit negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, essen gehen. Für Beherbergungsbetriebe ist es leider nicht erlaubt, Gäste in Gemeinschaftsräumen zu versorgen. War nicht der erste Corona-Test, der erste Schnelltest, den es gab, hat er nicht... War nicht Cola Corona positiv? Da gab es doch irgendwie sowas. Dass wenn man den in Cola gehalten hat, hat man einen positiven Corona-Test bekommen. Ist immer noch so. Oh Gott. Die Lockdown-müden Gäste machen alles bereitwillig mit. Hauptsache endlich mal wieder weg. Ananas auch, Red Bull auch. Oh. Von zu Hause hin zu einem neuen Freiheitsgefühl.
Oh, wow. Wir kommen aus Bremerhaven, da ist eine sehr hohe Inzidenz. Säure, okay. Alles Säurehaltiges. Meine ich. Und bei uns ist alles geschlossen. Man freut sich, dass man mal wieder Kaffee trinken gehen kann, dass man draußen sitzen kann. Alles das, was einem zurzeit ja, im Moment weggenommen wird. Ne? Übrigens, in den Restaurants der Stadt darf man drinnen essen. Bilder, wie man sie zuletzt nur im vergangenen Sommer gesehen hat. Belebte Fußgängerzonen, geöffnete Geschäfte. Trotzdem fällt die Inzidenz in den letzten zwei Wochen von 80 auf 4,6. Dafür 4,6 braucht es eine lückenlose Überwachung. Alle 48 Stunden müssen sich die Urlauber testen lassen. Genau, einmal Mund auf, Kopf ein Stück in den Nacken. Perfekt. Schnipp, 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 schnipp. Wunderbar, danke schön. 260, ja, wir haben 270. Am besten auf den Parkplatz bitte einmal warten. Wer ausreichend testet, hat auch einen guten Überblick über die aktuelle Lage. Der Touristikchef mit Grüßen an die Berliner Politik. Wir haben seit dem 19. April ca. 5.500 Tests schon durchgeführt. Wir haben 3 Corona-Positivfälle und das sind Eckernförder Bürger. Das heißt also alle Tagesgäste, alle Übernachtungsgäste, alle negativ. Und die wichtige Frage, schleppt der Tourismus die Pandemie hierher, kann damit zumindest für diesen kurzen Zeitraum mit Nein beantwortet werden. Das Modellprojekt dauert noch bis Mitte Mai. Lässt du dich impfen, Nebelnik? Niemals. Übernachtungsplätze sind aktuell fast keine mehr frei. Freital im tiefsten Sachsen. Vor seinem Lokal hat ein findiger Wirt Wohnmobile geparkt. Dahin liefert er jetzt Speisen und Getränke. Alle 9 Tische sind ausgebucht. Dankeschön. Sie haben hier ausreichend Platz. Der Wagen ist desinfiziert. Auf dem Tisch liegt eine Speisekarte. Und hier auf der Seite liegt nochmal eine Belehrung, wo alles draufsteht, was wir von den Ämtern vorgegeben bekommen haben. Okay. Durchlesen, ein Signum reicht, dass Sie es zur Kenntnis genommen haben. Essen auf Rädern, heute mal ganz anders. Das Dinner an den mobilen Campingtischen ist erlaubt. Im Biergarten gleich nebenan ist es unter Strafe verboten. Da kann die Frühlingssonne noch so verlockend sein. Oh, lecker, Cola. Ja, das ist mir leider nicht gestattet, weil das, die Biergärten nicht öffnen dürfen. Wegen Corona. Das ist doch bekannt, oder? Aber da drüben dürfen sie jetzt. Das sind geschlossene Räume. Die Wohnmobile sind ja in sich geschlossen als Fahrzeug. Und klar kannst du das servieren. No? Und eine Fanta, lecker. Du musst auf den Straßenverkehr achten. Gefahren lauern überall. Pünktlich zu Beginn der Spargelsaison glüht in seinem Gasthaus wieder der Herd. Lecker. Das Küchenpersonal kann sein Glück noch gar nicht richtig fassen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, auf Arbeit zu gehen, seinen Dingen nachzugehen, wieder zu kochen, zu arbeiten und eben ab und zu mal ein Lächeln zu bekommen und vor allem eben auch ein Feedback von den Gästen. Das ist immer schön. Ja. Offiziell heißt das Angebot Essen außer Haus. Somit spricht der Chef auch ungern von Servieren. Der Fischelante Sachse sieht sich eher als Tragehilfe. Also wenn der Kellner so angelaufen kommt am Tisch, dann würde ich entlassen. Es ist natürlich nicht servieren, sondern wir helfen den Leuten einfach beim Tragen. Es sind ja doch ein paar Meter und über die Straße. Und deswegen auch mit den abgedeckten Tellern, also Tragehilfe nenne ich das mal. Und servieren ist schon was anderes, oder? So, ihr seid dran. Ich brauche jetzt bloß mal Hilfe. Erst den untersten Teller abnehmen, unten, ganz unten, den. Und jetzt den anderen. Und die Trageteller nehme ich gleich wieder mit. Dann lasst es euch gut schmecken. Dankeschön. Sweet. Hey, wie geil.